Ich wollte die Lage klären und das habe ich getan. Sie wollten, dass ich die Lage kläre und das habe ich getan. Verstehe. Und langsam verstehe ich auch, warum Ihre Vorgesetzten bei der Polizei Sie für den Aufstand in Mexican Town verantwortlich gemacht haben. Himmel, Adam! Ich dachte, Sie wären schon wieder bereit für sowas. Das bin ich. Der heutige Überfall war nur eine Art Hütchenspiel, hinter dem ein Unbekannter steckt. Ich werde herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und warum. Damit sowas nie mehr vorkommt. Gut, genau das will ich auch. Diese Hacker aus Sanders Gruppe. Sind Sie sicher, dass er augmentiert war? Ich habe ihm die Kabel selbst rausgerissen. Die Polizei behauptet, dass es nicht war. Sie verweigern mir den Zugang zur Leiche. Und ich kann noch so sehr damit drohen, ihre Pensionskasse komplett leer zu räumen. Okay, eine staatlich-öffentliche Gewalt. Die Polizei verweigert den Zugriff zur Leiche, weil man ihn dann als Augmentierten identifizieren könnte. Wir haben es ja gesehen. Gut, wir beschwichtigen erstmal, er ist schon sauer genug. Vielleicht bietet jemand anders mehr. Was soll ich unternehmen, Boss? Wir müssen uns die Leiche ansehen. Sie haben immer noch Freunde bei der Polizei. Meinen Sie, dass einer von denen Sie in die Leichenhalle lässt? Kommt drauf an, auf wen ich treffe. Gehen Sie zum Revier und verschaffen Sie sich Zugang. Denn wenn dieser Hacker wirklich augmentiert war, könnte sein Neuralknoten und seine Identität verraten. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn haben. Alles klar. Ob das legal ist oder nicht, das interessiert uns nicht. Unsere beste Freundin, Verliebte, wurde gekillt vor 6 Monaten. Und verdammt nochmal, ob das jetzt legal ist oder nicht, ist uns egal. Legal ist oder nicht, ist uns egal. So rum. Alles klar. Was mir da gerade noch einfällt, wir haben so viel Technik in unserem Körper und ganz sicher auch in unserem Kopf stecken. Da wird doch eine einfache Kamera in dieser stylischen Sonnenbrille, die wir da auf der Nase sitzen haben, auch noch drin sein. Hätte man auch einfach mal kurz ein Foto machen können. Ich meine, heutzutage kann man mit jedem Handy ein Foto machen und im Jahre 2037 wird das doch auch möglich sein. Naja, steht das vielleicht schon in der Zeitung? Nai Ashias triumphales Comeback. Nai Ashia. 4 Millionen Downloads und diese Frau sieht auch sehr augmentiert aus. Optimierungsgegner taggert im Mulligan Convention Center. Okay, nichts über den Vorfall in der Fabrik, in der wir gerade waren. Ein schickes Büro hat der Chef hier. Und einen coolen Fernseher. Okay, dein Telefon klingelt. Aber nein, er ist der Boss, er braucht nicht dran gehen. Natürlich schließen wir die Tür. Nein, machen wir nicht. Was kann denn die Sekretärin noch? Adam, haben Sie eben mit David gesprochen? Ich wusste nicht, dass sein Telefonat... Ist alles okay? Den Umständen entsprechend. Okay, was auch immer das heißen mag. Seit Bill Taggarts kleiner Pressekonferenz heute Abend laufen die Telefone heiß. Taggart? Sarif hat über ihn geredet, als ich reinkam. Was sagt der Gründer der Humanitätsfront denn diesmal über uns? Oh, er will nur unser Bestes. Er verurteilt die jüngsten Gewaltausbrüche gegen uns. Er will sogar persönlich herkommen, um uns sein zutiefst empfundenes Bedauern auszudrücken. Okay. Kein Wunder, dass der Boss wütend ist. Wer wäre das nicht? Wenn es nach Technikfeinden wie Taggart ginge, wären sie bei dieser OP gestorben. Und er weiß, wie man mit den Ängsten der Menschen spielt. Die Humanoptimierung kann ziemlich beängstigend sein. Sagen Sie das den Kriegsversehrten, die davon profitieren. Aber wenn Taggart Recht bekommt, wenn er die Öffentlichkeit auf seine Seite zieht, dann müssen die Vereinten Nationen Farbe bekennen. Ich sag's Ihnen, der Mann ist gefährlich. Oh ja, das kann ich mir denken. Und nicht nur die Kriegsveteranen profitieren davon, wir schließlich auch. Wie gesagt, wäre das nicht gewesen, wir wären nicht am Leben, wir wären nicht hier. Okay, das sind also die beiden Fronten. Und in der Mitte steht die Regierung, die dann Farbe bekennen muss, die sich dann für eine der beiden Seiten entscheiden muss. Und wir stecken mittendrin. Melden Sie sich bitte in Ihrem Büro. Adam Jensen. Damit sind wir gemeint, wir sollen in unser Büro.
Ich wusste überhaupt nicht, dass wir überhaupt eins haben. Aber, mir ist man immer für eine Überraschung gut. Das ist so. Security Manager. Ah ja, das sind natürlich wir. Wir sind der Security Manager. Security Manager Office, Adam Jensen. Ja. Ist ganz nett. Das ist also unser Büro. Ein bisschen Grünzeugs. Ein bisschen Post. Ein Typ, der immer auf dem Sofa sitzt, der gehört zum Mobiliar. Hallo. Verdammt. Jetzt klinge ich wie seine Freundin oder so. Ach, Quatsch. Und ein Staubsaugerroboter. Es ist übrigens 3.23 Uhr. Ach, reden wir ihm erstmal. Was mache ich hier nur? Das ist doch verrückt. Hey, Jensen. Mann, es tut gut, Sie zu sehen. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen denn? Geht so. Tut mir leid wegen Megan. Es ist sicher nicht einfach. Eine Weile dachten wir, sie wären auch hinüber. Alles geht den Bach runter. Erst der Angriff auf die Zentrale und jetzt die Sauerei mit der Fabrik. Ja, harte Zeiten für alle. Und bei Ihnen, Corella, alles okay? Ich weiß nicht. Ich hab's verbockt. So richtig. Was ist passiert? Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tyndall, na, Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim. Dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß. Es war nur... Es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen, aber es gab gute Gründe dafür. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tyndall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue, und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass Sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte Ihre Hilfe wirklich brauchen. Okay, er und so ein anderer Typ klauen irgendwelche Medikamente und wir sollen helfen. Was ist über? Ah, okay, über den Raub. Was ist Neuropozin? Neuropozin? Was wollen Sie mit einem Medikament gegen Abstoßungsreaktionen bei Augmentierungspatienten? Weiterverkaufen? An die Konkurrenz? Warum nehmen Sie automatisch an, es wäre mir um den Profit gegangen? Naja, warum denn sonst? Dann sag mir doch, warum es sonst ging. Was ist mit Tyndall? Kann man nicht mit ihm reden? Man könnte es versuchen, aber Tyndall ist ziemlich entschlossen. Der berühmte Fels in der Brandung. Sie brauchen schon eine Cusio-Aug oder sowas, um den zu knacken. Casey? Cusio? Sozialoptimierer. Eine Augmentierung, die menschliche Reaktion und Verhaltensmuster analysiert. Mit der Luxusversion kann man Leute sogar direkt beeinflussen. Mit Pheromonen oder so. Interessant. Aber warum ist es denn jetzt... Neuropozin. Gut, das hatten wir schon. Was wollen Sie mit einem Medikament gegen Abstoßungsreaktionen bei Augmentierungspatienten? Weiterverkaufen? An die Konkurrenz? Warum nehmen Sie automatisch an, es wäre mir um den Profit gegangen? Ich möchte deine Motive verstehen, weil wenn du das sagst, ja, ich möchte einfach nur Kohle haben, dann helfe ich dir nicht. Wenn du aber sagst, hey, meine Familie und so, dann würde ich mir das ja nochmal überlegen. Ziemlich mutig, ein patentiertes Medikament aus einem gesicherten Labor zu stehlen. Wie haben Sie das angestellt? Tyndall und ich haben alle zwei Wochen die Nachtschicht. Ich habe das Neuropozin in eine Tasche gepackt, während er die Überwachungskameras manipuliert hat. Ein Teil davon hat er wohl behalten. Was genau soll ich für Sie tun? Sie müssen die Überwachungsaufnahmen zurückholen, die Tyndall von mir hat. Sie sind wahrscheinlich in seinem Apartment. Vielleicht auf seinem Computer. Und? Soll ich ihn im Telefonbuch suchen? Sein Apartment ist in der Nähe des Brooklyn Court. Reinkommen könnte schwer werden, weil das Gebäude von einem großen Sicherheitstor geschützt wird. Ich bin begeistert. Man kann das Sicherheitstor hacken, aber dazu muss man schon ziemlich gut sein. Sie sollten sich nach einem anderen Weg umsehen. Der Feuertreppe. Die Frage ist, wieso sollte ich das für dich tun? Und das Ganze interessiert mich, weil... Verdammt, Adam. Lassen Sie mich wirklich so eiskalt abtropfen? Das ist echt übel. Ich habe wirklich ein Problem. Aber ich könnte Ihnen vielleicht eine Waffenmod besorgen. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich Ihre Hilfe mal kaufen muss. Mein lieber Mann, ich kenne dich nicht so gut. Beziehungsweise gar nicht. Und wenn du mir noch nicht mal sagst, warum du das geklaut hast. Ja, trotzdem, ich habe Mitleid mit dem Guten, also. Also gut, erzählen Sie mir mehr. Wirklich? Wow,
Danke, Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Ab jetzt übernehme ich. Ja, mein guter Tim Carella. Warum hast du das denn gemacht? Naja. Ja gut, der gute Jensen scheint ein etwas unordentlicher Mann zu sein. Aber ein kreatives Chaos ist Schmerzmittel. Immer gut eigentlich. Ein guter Wein? Wie sieht das aus in unserem Inventar? Da belegt der Wein einen Platz, das heißt, er kommt raus. Wir haben nicht mehr so viel Platz. Im Grunde diese Sachen hier vom Vorbesteller-Dings sind jetzt auch nicht so wichtig. Neues Login. Ah, Jensen. Ah, das sind wir. Mandrake. Mal sehen, was wir so auf unserem... Hallo? Unserem Rechner haben. Von Greg Thorpe. Das ist der Mann von der Geisel, die wir gerettet haben. Reden reicht nicht. Mr. Jensen, was ich in der Fabrik gesagt habe, war mein Ernst. Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, okay, ihm haben wir natürlich auch das Leben gerettet. In mehr als nur einer Beziehung. Als diese Kerle meine Josie mitnehmen, dachte ich... Nun, Sie wissen vermutlich, was ich dachte. Ich will mich bei Ihnen revanchieren. Josie und ich sind inzwischen zu Hause. Wir wohnen in einem dreistöckigen Gebäude am Brooklyn Court. Da müssen wir, glaube ich, eh hin, wenn wir dem guten Tim helfen wollen. Der Eingang ist hinter der Tankstelle an der zweiten Straße. Besuchen Sie uns, wenn Sie das nächste Mal in der Stadt sind. Ich habe etwas für Sie. Jetzt könnte man das ja verbinden. Wir gehen da rein, werden ins Gebäude gelassen, weil wir ja die gute Familie Thorpe begrüßen wollen. Und dann machen wir noch einen kleinen Abstecher in das Apartment, um die Kameraaufnahmen abzugreifen. Von Athene Margolius an uns. Forward Sicherheitsbedenken. Adam, ich will Sie wirklich nicht nerven, aber wegen dieser Neuropozin-Diebstähle, okay, da haben wir gerade was darüber erfahren. Ich glaube, ich habe noch einen Verdächtigen. Ich habe Denzel Mitchell erwischt, als er meine Further Life-Bestellung durchsuchte. Angeblich wollte er für einen Auftrag, den er für David checken sollte, die Adresse überprüfen, aber die musste er doch längst haben. Man möchte meinen, einem Anwalt fällt eine bessere Ausrede ein. Der Türcode ist übrigens 1364. Okay, also über die Neuropozin-Diebstähle haben wir gerade erfahren, dass der gute Tim Carella und sein Kollege, ich habe den Namen vergessen, das arrangiert haben. Jetzt hat Athene Margolius aber gesagt, sie hat einen weiteren. Vielleicht sollten wir den guten Tim darauf mal ansprechen. Waren Sie schon drin? Adam, bitte, Sie müssen diese Aufnahmen zurückholen. Tindall heißt der Mensch. Da können wir ihn nicht drauf ansprechen. Wir wissen, also wenn das so ist, wie es ist, dann wissen wir, dass nur die beiden es waren und dieser zusätzliche Verdächtige damit nichts zu tun hat. Ich glaube, ich habe noch einen Verdächtigen. Denzel Mitchell. Vielleicht sollten wir mal mit Denzel Mitchell reden. Ich möchte auf die Map. Kann man hier sehen, welche Büros wo sind? Damentoilette? Nee, da ist er bestimmt nicht. Ja, nee. Kann man leider nicht. Denzel Mitchell. Tim Carell. Okay, das ist das Büro von dem Tim, der in unserem Büro wiederum sitzt. Michelle Crutcher. Denzel Mitchell. Nein. Nein. Denzel Mitchell, ja, das ist jetzt... Reden wir jetzt mit dem? Technology Lab. Denzel Mitchell. Da kommen wir aber nicht rein. Moment mal gerade. Was können wir uns da reinhacken? Hacken. Okay, wir brauchen Übernahmesoftware 2. Nee, nicht. Ja, wir sind also einmal außen rumgelatscht. Wir hätten auch einfach nach hier gehen können. Wo ist denn dann die gute? Wie heißt sie nochmal? Athene Morgoli? Athene Margolius. Türcode ist übrigens... Achso, 1364. Ja, natürlich. Mann, das hatte ich ganz vergessen.